So, moin Leute, ich sag euch, wie es ist vorbei mit Sony und Co., das, ich bin raus damit. Warum, das erzähle ich euch jetzt gleich. Ja, vielleicht verfolgt. Ich bin eigentlich ja Lumix-Kind. Ich fotografiere mit Panasonic. Ich habe eine S1 R, 2, 3, keine Ahnung, viel Leica-Glas dazu, überhaupt viele Objektive und bin ein großer Fan vom Lumix-System, vom Panasonic, beziehungsweise eigentlich bin ich ja ein Leica-Fan, ne? Egal. Jedenfalls war es halt so in der Vergangenheit, dass das Thema Autofokus ja eine Katastrophe war bei den Lumix-Systemen, zumindest bei Autofokus für Video. Und deshalb hatte ich mich irgendwann dazu entschieden, auf das Sony-System zu wechseln, zumindest für das Thema Video. Ja, und ich habe mir dann ja eine FX30 gekauft. Das ist die kleine Cinema-Kamera von Sony. Und mit der war ich eigentlich auch ganz zufrieden. Haken war halt, ist eine Crop-Kamera. Ich wollte eigentlich eine FX3 haben, Vollformat. Die war aber einfach irgendwie zu teuer. Und für mich ist ja die Filmerei so ein bisschen, ja, Nebenkriegsschauplatz, hätte ich fast gesagt. Darf man das noch sagen? Und ich dachte mir so, für YouTube und Konsorten und für Unternehmenskommunikation reicht eigentlich ein Crop-Sensor ja aus und habe deshalb diese FX30 gekauft mit ein bisschen Glas dazu, so diese G-Linsen von Sony. Ich hatte hier das 16-55G, ein 2.8er, ein 1.8-20mm und ein 10-20 und die waren eigentlich auch, war alles immer völlig in Ordnung. Was mich wirklich fasziniert hat an der Kamera war, wie unglaublich zuverlässig der Autofokus ist. Das muss man echt mal sagen. Also das ist wirklich, das war für mich ein Gamechanger. Also wenn du von einer Lumix kommst, egal ob du mit einer S1 oder mit einer S5 gefilmt hast, ich habe ja zwischendurch auch mal eine S1H gehabt. Das sind Kameras, die machen ein unglaublich schönes Bild. Ja, das ist total toll und der Autofokus ist einfach eine Katastrophe. Und das kannst du keinem Kunden erklären. Also weder das Gepumpe noch sonst irgendwas. So. Jetzt wieder Game Changer. Panasonic kam mit der Lumix S5 Mark II um die Ecke und die hat plötzlich einen Phasendetection Autofokus und ich sage euch, wie es ist, das Ding funktioniert. Und guck mal hier ein Hundehaar. So, weg. Das Ding funktioniert. So, und seitdem, ganz ehrlich, seitdem diese Kamera da ist, filme ich wieder mit der Lumix, habe wieder meine Objektive, habe wieder meinen Vollformat-Look und bin, um es mal kurz zusammenzufassen, schlichtweg glücklich mit dem, was dabei rauskommt. Und seitdem liegt die Sony FX30 bei mir in der Ecke und macht nichts mehr. Und deshalb geht die jetzt weg und stattdessen kommt eine zweite S5 Mark II zum Filmen, weil irgendwie brauchst du zwei Kameras, zwei Perspektiven. Deshalb ist das so. Das heißt, was für mich jetzt losgeht oder weggeht, sind die ganzen G-Linsen und die FX30. Und wie gesagt, ich gehe weg vom Sony-System gar nicht, weil das Sony-System schlecht ist. Das wäre ja auch eine total vermessene Bemerkung. Ganz ehrlich, das Zeug ist super, hat alles großartig funktioniert. Ich werde mit der Bedienung einfach nicht warm, muss ich sagen. Für mich ist das immer noch eher so Computertechnik mit Objektiv dran. Und ich finde den Look auch ein bisschen zu perfekt, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist, ja gut, das bist du als Leica-Fotograf bis in Perfektion halt nicht gewohnt. Ne? Da sieht halt alles ein bisschen schöner aus. Deshalb, also für mich geht das jetzt weg. Ich bin, wie gesagt, mit dem Sony-System nie wirklich warm geworden. Das war für mich immer so, ja, das Ding, was man eben brauchte, um Videos zu machen. Und das ist jetzt zum Glück vorbei. Und deshalb danke an Panasonic für die S5 Mark II. Hab da gut gemacht. Das ist eine richtig schöne Kamera. Und jetzt, weißt du, das ist jetzt so, ich kann jetzt hier mit Leica-Objektiven filmen. Das mache ich auch gerade. Da ist jetzt gerade ein 24-90 drauf. Und das macht halt einfach ein schönes Bild. Und das gibt's bei Sony gibt es ganz tolle Objektive. Da kommen jetzt wieder alle und machen irgendwelche religiösen Bemerkungen unter das Video. Das weiß ich schon. Ist auch so. Wie gesagt, ich kann nichts Schlechtes am System finden. Das Sony-System ist gut, nur ist es halt einfach nicht meins. So, und deshalb geht es weg. Also, in Worten, eine FX30 geht jetzt weg. Die kann ich hier auch gleich mal auseinanderfummeln, weil die hat ja hier so ein, wie nennt man das, Cage noch bekommen. Und das Objektiv geht auch weg.
Und wie gesagt, die anderen Sachen, ich habe die ersten Sachen ja schon verkauft. Also, fertig ist es für mich. Das war's mit dem Sony-System. Ich muss zugeben, es war eher ein kürzerer Ausflug, muss ich sagen. Ich habe jetzt mit Sony ein Jahr gefilmt und hatte mich fast schon damit abgefunden, dass das jetzt so ist, dass ich meine Filmaufnahmen immer damit mache. Deshalb war ich ehrlicherweise auch ein bisschen skeptisch, als die S5 Mark II kam und es dann plötzlich hieß, oh ja, Panasonic kann jetzt dann auch richtig Video-Autofokus machen. Das war ja tatsächlich immer der Bonebreaker. Ich habe ja zwischendurch, wie gesagt, mit einer S1H gefilmt und hatte da dann manuelle Linsen, hatte hier diese Irix Cinema-Gläser dran. Das ist alles toll, das macht alles einen tollen Look, aber unterm Strich stehst du halt beim Kunden und musst einen Fokus ziehen. Und das kannst du heute einem Kunden nicht mehr erklären. Also ich kann das meinen Kunden nicht mehr erklären. Natürlich ist das so, ja, je höherwertig so eine Produktion wird, desto mehr ist das natürlich so, dass du manuell sowieso den Fokus ziehst. Da war Panasonic immer gut, da waren die Lumixen auch früher schon immer gut, aber es war eben immer so, dass ich gesagt habe, für meine Kunden wäre es eigentlich gut, wenn ich einen Autofokus hätte, deshalb der Ausflug zum Sony-System. Ja, wie gesagt, ich kann nichts Schlechtes finden. Ich hatte zwischendurch sogar mal eine zweite Sony, eine, wie heißt sie denn, ZVE-10, die hat quasi das gleiche Bajonett, also auch dieses E, heißt das so, Mount? Sony-Bajonett eben. Ja, aber wie gesagt, ich bin mit der Bedienung nie klargekommen. Das ist aber, glaube ich, einfach Geschmackssache. Ne? Ich glaube, wenn du die Sony-Bedienung magst, was mir aufgefallen ist, die FX30 hatte auch ein anderes Menü als die ZVE10. Das fand ich auch ein bisschen verwirrend, ehrlich gesagt. Bei den Panasonics ist es jetzt so, dass die S5 Mark II eben das gleiche Menü hat wie die S1er, die ich habe. Und deshalb ist das jetzt mal meine Kamera der Wahl. Ich muss gestehen, ich habe mir jetzt noch eine Z5 Mark II X geordert, weil die nämlich extern auf SSDs aufnehmen kann. Und da hast du dieses Speicherkartengezumpel auch nicht mehr. Also ich, wie gesagt, mega Geschichte. Trotzdem, danke Sony für die kurze Sony-Zeit mit dir. Es war so mittelmäßig schön. So, jetzt dürft ihr alle drunter schreiben, Sony ist das Allerbeste und nichts geht über Sony und so. Das dürft ihr alle machen. Für mich war es eben einfach nichts. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und auf Wiedersehen, Sony. Wir sehen uns ganz bald. Es gibt noch ein paar spannende Themen, weil mit der Lumix S5 Mark II und X und so gibt es natürlich noch ein paar ganz, ganz spannende Sachen zu berichten. Ich teste unter anderem so ein paar Leica-Objektive für Video. Jetzt, wie gesagt, aktuell gerade das 24-90 Vario Elmarit SL steht dran. Ach, das sind Namen, ne? Ja, gefällt mir irgendwie alles ein bisschen besser. Also da wird es jetzt dann spannend, 24-90 gegen 24-70. Und da gucke ich mir wahrscheinlich dann auch demnächst nochmal das Sigma 24-70-2.8 an. Und vergleicht das mal, man munkelt ja, es sei baugleich. Also bleibt ein bisschen dran, abonniert den Kanal, Glöckchen und sowas. Kennt ihr ja das Spiel, das haben ja die anderen auch schon alle erzählt, wie das funktioniert. Und dann gibt es demnächst hier wieder viel Content. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis ganz bald, der Marc jetzt ohne Sony. Macht es gut, tschüssi. Braucht noch jemand so ein Ding?